Vielen herzlichen Dank, Christian, für die Einführung. Thank you very much, Alberto, for the kind words. And without much ado, we will start with a presentation in German. I'm sharing my screen and you should now be able to see the screen. Sieht man den Schirm? Gut. Mein Vortragsthema heute ist, werden Hochwässer in Europa größer? Und ich glaube, es ist nicht notwendig, die Bedeutung des Themas Hochwasser zu unterstreichen, nachdem es so viele große Hochwässer auf der ganzen Welt in den letzten Jahren gegeben hat, die unglaublichen Schaden erzeugt haben. Hier auf dem Slide sehen wir beispielsweise ein Hochwasser in Österreich, in Tirol 2005, ein Hochwasser in Ostösterreich 2013, 2011 in Thailand und in Australien. Die Fragestellung, werden Hochwasser in Europa größer, möchte ich präzisieren. Und zwar in dem Sinne, werden Hochwasser mit einer bestimmten Jährlichkeit größer. Es geht also nicht um ein einzelnes Hochwasserereignis, sondern es geht um die Gruppe, um das Ensemble aller Hochwasserereignisse. Und das können wir beispielsweise auf der linken Grafik ansehen. Wir sehen hier Hochwasserdurchflüsse für eine Stelle an einem Fluss von 1950 bis jetzt. Jeder Balken ist die Größe des Hochwasserdurchflusses in einem Jahr. Also der größte Durchfluss, der in diesem Jahr gemessen wurde an diesem Flussquerschnitt. Und je größer der Balken, desto größer ist das Hochwasser, desto größer ist der Wasserstand. Und mich interessiert nicht so sehr, wie groß jetzt die besonders großen Ereignisse sind, sondern ob die Verteilungsfunktion, also die Wahrscheinlichkeiten dieser Hochwasserdurchflüsse sich ändern. Und das kann man wie auf der rechten Grafik auftragen. Auf der vertikalen Achse sieht man den Hochwasserdurchfluss, also das ist auch gleich die vertikale Achse von der linken Grafik. Und auf der horizontalen Achse sehen wir rechts die Jährlichkeit. Das ist eine Maßzahl für die Wahrscheinlichkeit des Hochwasserdurchflusses. Eine Jährlichkeit von 100, was wir da ganz rechts sehen, wäre beispielsweise ein Durchfluss, den wir als 100-jähriges Hochwasser bezeichnen, das im Mittel alle 100 Jahre überschritten wird. Oder man kann sagen, die Überschreitungswahrscheinlichkeit ist ein Hundertstel in einem Jahr. Also es geht um diese Hochwässer mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit, nicht um Einzelereignisse, denn diese Kenngrößen, die wir hier sehen, werden für praktisch alle Instrumente des Hochwassermanagements benötigt. Für Hochwasserschutzbauten, für Hochwasserrisikobewertungen, für Versicherungen, für Vorhersagen, also für alles, was die Gesellschaft verwendet, um sich vor Hochwässer zu schützen. Alle diese Dinge haben als Grundlage genau diese Kurve, die wir rechts sehen. Der Hochwasserdurchfluss als Funktion der Jährlichkeit. Und ich möchte nicht nur anschauen, ob sich diese Durchflüsse mit einer bestimmten Jährlichkeit verändern, sondern auch den Ursachen auf den Grund gehen, auf die Prozessursachen schauen. Wenn wir jetzt eine Änderung in den Hochwasserdurchflüssen haben, wie wir hier an der links an der roten Trendlinie sehen, zunehmende Hochwässer, das würde sich dann rechts in der Darstellung abbilden, dass die Kurve hier nicht so wie die blaue Kurve weitergeht, sondern wie die rote höher in die Höhe geht. Das 100-jährige Hochwasser und andere Kenngrößen sind dann wesentlich größer, als sie das wären, wenn es keine Veränderungen in den Hochwässern gibt. Also das ist das Thema heute und ich wähle einen prozessorientierten Ansatz, um die Ursachen festzustellen und die Größe der Änderungen zu identifizieren. Und deswegen habe ich meinen Vortrag in drei Teile geteilt, entsprechend den Prozessursachen von Veränderungen der Hochwässer, ganz generell. Die erste Prozessursache ist die Landnutzung. Das heißt, Hochwasser können sich ändern, wenn sich die Landnutzung verändert in dem Einzugsgebiet, das zu einem Fluss entwässert. Das kann die Abholzung sein, das kann Urbanisierung sein, das können
kann die landwirtschaftliche Nutzung sein mit schweren Maschinen, die den Boden verdichten. Zweite Prozessursachen sind Wasserbauten und wasserbauliche Maßnahmen, sowie die Flussregulierung, Staudämme, wie wir rechts sehen, oder Hochwasserschutzdämme. Und die dritte Gruppe von Prozessursachen ist der Klimawandel. Es kann mehr regnen, die Schneeschmelze kann sich ändern oder die Verdunstung kann zunehmen. Also diese drei Gruppen von Prozessen sind auch mein Gliederungskriterium für diesen Vortrag. Und bevor ich in diese drei Kapitel gehe, noch einen Überblick über die relative Stellung dieser drei Prozessgruppen. Der Einfluss dieser Prozesse hängt von der Gebietsgröße ab. Ein kleines Gebiet wäre ein Bach mit einem Einzugsgebiet von ein paar Hektar. Ein großes Einzugsgebiet, etwa die Donau bei Wien, die ein Einzugsgebiet von 100.000 Quadratkilometer hat. Und die Einflussfaktoren ändern sich auf Basis unseres hydrologischen Verständnisses, können wir das ableiten. Und wir sehen zum Beispiel, oder wir erwarten, dass der Einfluss der Landnutzung, wie wir links sehen, die grüne Kurve, mit der Einzugsgebietsfläche zunehme. Das heißt, man würde erwarten, dass in den kleinen Gebieten der Einfluss der Landnutzung auf die Hochwasser groß ist und damit der Einzugsgebietsfläche abnimmt. Also kleiner ist in größeren Gebieten. Der Einfluss der Flussregulierung tendiert dazu zuzunehmen, vor allem relevant in größeren Flüssen. Und Klimawandel erwartet man in kleinen und in großen Gebieten. Diese Überlegung haben verwendet, also das ist eine Arbeit von Alberto Viglione, um die Einflussfaktoren aus Beobachtungsdaten der Hochwasser rückzurechnen. Das ist etwas, als wir es Unmixing oder Entmischen bezeichnen. Wir beobachten Hochwasserzeitreihen und rechnen dann zurück, wie groß muss der Einfluss dieser drei Komponenten gewesen sein. Hier ist ein Beispiel aus einer Studie in Oberösterreich. Jeder Punkt, den wir sehen, entspricht einem Einzugsgebiet, einer Abflussmessstelle. Und auf der vertikalen Achse haben wir die Hochwassertrends aufgezeichnet. Das sind diese Trends, die wir hier in der vorhergehenden Grafik gesehen haben. Wenn sie größer als 0 sind, sind das positive Trends. Das heißt, die Hochwasser haben eine Tendenz zuzunehmen. Kleiner als 0 nehmen die Hochwasser ab. Und wir haben hier typischerweise eine Zunahme von 1% pro Jahr. Das würde heißen, in 30 Jahren haben die Hochwasser immerhin um 30% zugenommen. Das ist ja ganz beträchtlich. Und die schwarzen, roten und grünen Linien zeigen jetzt die Komponenten mit dieser Methode zurückgerechnet. Und da zeigt sich, dass diese Vermutung auf Basis dieser Daten tatsächlich zutrifft, dass in den kleinen Gebieten die Landnutzung dominiert, also eine wichtige Einflussgröße ist für die Änderungen von den Hochwässern. In den großen Gebieten ist die Flussregulierung eine wichtige Einflussgröße und der Klimawandel ist für alle Gebietsgrößen wichtig. Auf der vertikalen Achse haben wir den Anteil oder den Beitrag der einzelnen Komponenten zu Änderungen in den Hochwässern. Das war sozusagen vorab, bevor ich in die drei Kapitel einsteige. Und ich beginne mit dem ersten Kapitel, dem ersten Abschnitt, Landnutzungsänderungen und ihr Einfluss auf die Hochwässer. Wie gesagt, Landnutzungsänderung kann sein die Abholzung oder Aufforstung. Es kann sein die Kompaktion des Bodens zufolge von Landwirtschaft oder es können auch Drainagen sein, die die Hochwasser beeinflussen oder Terrassierungen. Und rechts ist Verstädterung, Verbau, Versiegelung der Oberflächen, sodass die Versickerung reduziert wird. Wir haben da eine breite Palette von Prozessen und ich möchte hier ein Beispiel herausgreifen, weil wir das gut studiert haben. Einflussfaktor Wald auf die Hochwasserentstehung. Das sind eine Vielfalt von Prozessen, die die Hochwasserentstehung beeinflusst. Zum Beispiel, wie viel Wasser in der Krone, Regenwasser in der Krone des Waldes zurückgehalten wird, wie viel dann abfließt entlang des Stamms, wie die
Einsickerungseigenschaften sind durch sogenannte Makroporen, das sind Wurzelgänge, durch die das Wasser besonders schnell einsickern kann. Regenwurmgänge, die hydraulische Leitfähigkeit, also die Wasserdurchlässigkeit des Bodens, Krustenbildung und so fort. Solche Prozesse untersuchen wir im hydrologischen Freiluftlabor in Petzenkirchen, Niederösterreich. Das ist in der Nähe von Wieselburg. Sie sehen hier auf dem Foto im Hintergrund die Donau. In diesem Einzugsgebiet, das betrieben wird von der Technischen Universität Wien, dem Bundesamt für Wasserwirtschaft, mit Unterstützung des FWF und des Wiener Doktoratskolleg Wasserwirtschaftliche Systeme. In diesem Gebiet untersuchen wir genau diese Prozesse. Was sind die Mechanismen, wie die Hochwasser entstehen? Als angetrieben vom Niederschlag, von der Schneeschmelze, von Regen auf Schneeereignissen. Und wir tun das durch Messungen in der Landschaft und durch Modellierungen. Sie sehen hier ein Beispiel für die Abflussmessung in diesem Einzugsgebiet, in diesem Freiluftlabor. Untersuchen wir zum Beispiel den Einfluss von Drainagen. Sie sehen da unten hier eine Drainage. Was ist der Einfluss der Drainagen auf die Hochwasserentstehung oder der Einfluss verschiedener Landnutzungsarten, sowohl in Trockenzeiten als auch während des Hochwassers? Das ist eine Messstelle, mit der dieser Hochwasserdurchfluss, die wir in diesem Balken gesehen haben, gemessen wird. Das wäre ein Screenshot von den Messdaten, wie sie aufgezeichnet werden. Wir machen aber dann nicht nur traditionelle Messungen, wie Abflussmessungen, sondern auch innovative Messungen, wie die räumliche Verteilung der Sättigungsflächen in dem Einzugsgebiet, weil die Abflussbildung nicht nur damit zusammenhängt, was auf einem Fleck, auf einem Quadratmeter auf dem Boden passiert, sondern auch, wie die einzelnen Teilflächen zusammenspielen, räumlich zusammenspielen. Und wir sehen hier ein Niederschlagsereignis im März 2015 um 9 Uhr haben wir hier in dieser Depression Sättigungsflächen ausgebildet. Das sind hier die hellen Flächen. Es regnet, es regnet weiter und die Sättigungsflächen dehnen sich aus. Dann um 14 Uhr ist der Boden so weit gesättigt, dass sich die einzelnen Pfützen verbinden. Es entsteht eine Konnektivität und plötzlich schaltet der Abfluss ein, weil sich die einzelnen Pfützen verbinden, der dann ein Hochwasser erzeugt. Speziell für den Landeinfluss gibt es am Standort sehr viele Untersuchungen. Der Standort heißt für einen Fleck am Boden, für einen Quadratmeter. Und eine typische Untersuchungsmethode sind sogenannte Beregnungsversuche, wie Sie hier sehen, von einem Foto von Bernhard Kohl. Da wird ein Boden, eine Wiese oder Wald beregnet und dann wird gemessen, wie viel Wasser von der Oberfläche abfließt. Wir haben hier in dem Diagramm, jede Säule ist so eine Versuchsanordnung mit unterschiedlichen Beregnungsintensitäten. Auf der linken Seite haben wir Stellen in einem Wald, das sind Waldböden, auf der rechten Seite Böden im Grasland. Und wir sehen, dass für diese Waldstandorte die Speicherkapazität sehr groß ist. Für die Graslandstandorte ist die Speicherkapazität des Bodens klein. Und dementsprechend ist der Oberflächenabfluss praktisch null in den Waldstandorten und groß über dem Gras. Also wir kennen eigentlich diese lokalen Prozesse relativ gut. Wenn wir aber dann weitergehen, hinaufskalieren auf größere Gebiete, wird es schwieriger, weil das räumliche Zusammenwirken der einzelnen Teilflächen sehr kompliziert ist. Und deswegen untersucht man größere Gebiete in der Regel mit mathematischen Simulationsmethoden. Und wir sehen hier ein Beispiel so einer Simulationsstudie von Kamp in Niederösterreich für ein Ereignis im Jahr 2005. Auf der horizontalen Achse die Zeit, das ist ein Ereignis über 2 Tage. Das rote hier oben ist der Niederschlag und die schwarze Linie ist die Beobachtung des Abflusses. Die blaue Linie ist die Simulation mit dem Modell, also die stimmen zusammen. Das heißt, dieses Niederschlag-Abfluss-Modell funktioniert ganz gut.
wir können jetzt mit dieser mathematischen Modellierung im Modell die Parameter so ändern, dass wir eine Aufforstung widerspiegeln im Modell. Also eine hypothetische Aufforstung mathematisch simuliert. Und das Ergebnis bei diesem Beispiel ist, dass wenn man 39% in diesem Einzugsgebiet aufforstet, dann reduziert sich der Abfluss um ungefähr 50%. Das sind typische Ergebnisse. Und natürlich hängt das Ausmaß der Reduktion des Abflusses damit zusammen, welche Flächenanteile im Einzugsgebiet betroffen sind. Je mehr Fläche, desto stärker ist die Reduktion. Es hängt aber nicht nur von der Einzugsgebietsfläche ab oder von dem Flächenanteil, der von der Landnutzungsänderung betroffen ist, sondern auch von der Größe des Einzugsgebietes. Wir haben hier in dieser Grafik auf der horizontalen Achse die Größe des Abflussereignisses. Das wäre also der Maximalwert hier, das wären diese 65 Kubikmeter pro Sekunde. Die haben wir auf der horizontalen Achse aufgetragen und auf der vertikalen Achse die Änderung des Abflusses, dieses maximalen Abflusses. Wenn es hinaufgeht, haben wir eine Erhöhung des Abflusses, das Hochwasser wird größer. Wenn es hinuntergeht, wird das Hochwasser kleiner. Und die roten und blauen Punkte sind trockener und nasser Boden vor Beginn des Ereignisses. Was wir sehen ist, wenn wir Abholzung haben, also das ist hinauf, positiv, dann wird der Abfluss größer. Wenn wir aufforsten im Modell, wird der Abfluss kleiner. Und wir sehen noch einen weiteren Effekt. Je größer das Ereignis, desto kleiner ist der Effekt der Landnutzungsänderung auf dem Abfluss. Und das hängt damit zusammen, dass wenn es sehr, sehr stark regnet, dass es dann dem Wasser ziemlich egal ist, was am Boden ist, weil praktisch der ganze Regen zum Abfluss kommt. Das ist ein typisches Ergebnis. Je größer das Ereignis, desto kleiner der Einfluss der Landnutzungsänderung auf das Hochwasser. Wir gehen jetzt noch einen Schritt weiter hinauf in der räumlichen Skala. Das Zusammenwirken ist nicht nur in einem Einzugsgebiet, auch in einer Region sehr schwer zu verstehen. Und da möchte ich ein Ergebnis zeigen von einer Studie, die wir gemacht haben in Tirol, das Projekt AlpRedIn. Da haben wir unter anderem die regionale Auswirkung des Waldes auf das Hochwasser untersucht, einer hypothetischen Aufforstung. Und das haben wir so gelöst, indem wir einen mathematischen Niederschlag generiert haben mit einer realistischen räumlichen Verteilung innerhalb dieses Einzugsgebietes und dann diesen Niederschlag in Abfluss transformiert haben, mit Hilfe von Niederschlag-Abfluss-Modellen. Und dabei alles räumlich ausgeführt haben, sodass das Zusammenwirken der einzelnen Teilgebiete, der einzelnen Bäche korrekt wiedergegeben wird. Sie sehen hier ein Beispiel für diese Niederschlagssimulation. Simuliert heißt Monte Carlo wie beim Würfeln. Man würfelt noch einmal und noch einmal, bekommt dann immer ein neues Szenario mit der gleichen Wahrscheinlichkeit. Ich gehe da noch einmal zurück. Das sind immer andere Niederschlagsverteilungen, die aber gleich wahrscheinlich sind. Und das wäre ein Beispiel für eine beobachtete Niederschlagsverteilung in diesem Gebiet. Diese generierten Niederschlagsfelder haben wir dann verwendet, um sie in den Abfluss umzusetzen, und zwar sowohl für die aktuelle Landnutzung. Sie sehen hier oben, da ist Innsbruck, also da wäre das Inntal. Das ist das Einzugsgebiet, das obere Einzugsgebiet des Inn in der Schweiz, hier ganz links. Die Landnutzung aktuell, dunkel ist der Wald, hell ist Wiese und grau ist der Felsen, haben wir im Modell aufgeforstet. Das heißt, wir haben den Waldanteil erhöht. Also auf der rechten Seite in diesem Szenario gibt es mehr dunkelgrüne Pixel. Das heißt, mehr Wald in dem Modell. Und zwar haben wir das aufgeforstet, unter Anführungszeichen, um 100.000 Hektar. Also sehr viel mehr Wald in diesem relativ großen Gebiet. Und haben diese Simulationen durchgeführt. Und was sehen wir? Wir sehen, dass der Einfluss dieser Aufforstung sehr gering ist. In diesem Diagramm auf der horizontalen Achse haben wir wieder die Jährlichkeit, also ein 100-jährliches Ereignis wäre hier bei etwa 2000 Kubikmeter pro Sekunde am unteren Inn. Und die blauen Punkte sind die beobachteten Hochwässer. Die Simulationen liegen in der Nähe von der Beobachtung, das heißt, das Modell funktioniert gut. Und der Unterschied zwischen der grünen und der roten Linie ist, dass die rote die aktuelle Landnutzung hat
und das Grüne diese hypothetische aufgeforstete Situation im Inneneinzugsgebiet. Und wir sehen, dass das Hochwasser eigentlich ganz wenig reduziert wird, nur das HQ 100, das 100-jährige Hochwasser, nur um 4%. Das bestätigt die Vermutung, die wir am Anfang gehabt haben, nämlich dass die Landnutzungs-, also Aufforstung, wirksam ist für kleine Hochwässer in kleinen Gebieten, weniger wirksam für große Ereignisse und für größere Gebiete. Ich komme jetzt zum zweiten Abschnitt, wasserbauliche Maßnahmen. Und ich möchte ein bisschen auch über die Wechselwirkung mit der Gesellschaft dann am Ende dieses Kapitels sprechen. Wasserbauliche Maßnahmen, was kann das zum Beispiel sein? Das können Flussregulierungen sein, Flussbegradigungen, die den Abfluss beschleunigen. Das können Staudämme sein, wie wir hier sehen, oder Hochwasserrückhaltebecken, die das Hochwasser zurückhalten. Und es können Hochwasserschutzdämme sein, unter anderem, die den Hochwasserabfluss beeinflussen. Wasserbauliche Maßnahmen kann man heutzutage eigentlich sehr gut beschreiben. Und das Instrument der Wahl ist die hydraulische Simulation. Der wichtigste Effekt und den Einfluss von Hochwasserschutzdämmen auf den Abfluss zu beschreiben, ist der Verlust des Speichervolumens im Vorland. Was damit gemeint ist, ist, dass bei einem Hochwasser, wenn der Wasserstand sehr stark ansteigt, das Vorland überflutet wird. Das heißt, das Hochwasser ufert aus und dadurch kommt Wasser im Vorland zu liegen und nicht zum Abfluss, es wird gespeichert. Wenn man aber Hochwasserschutzdämme baut, das heißt den Flussschlauch einengt, das Überschwemmungsgebiet nicht mehr aktiviert werden kann, dann kommt dieses Wasser zum Abfluss und das führt zu einer Erhöhung der Hochwasserwelle. Und den Ausmaß dieses Effektes kann man mit hydraulischen Simulationen sehr gut, sehr genau beschreiben. Ich möchte jetzt zwei Folien zeigen von einem Projekt, wo wir neu entwickelte Simulationssoftware verwendet haben. Das ist eine Simulationssoftware, die die Überflutungsflächen zweidimensional instationär berechnet. Das heißt, instationär heißt zeitlich dynamisch. Also der Verlauf der Hochwasserwelle mit dem Anstieg und mit dem Abfall wird beschrieben und auch mit einer hohen räumlichen Auflösung. Das wäre ein Beispiel des Rheins bei Köln, also das ist Köln und ein hypothetisches Szenario ist hier eine mobile Schutzwand. Was passiert, wenn diese mobile Schutzwand eine Bresche hat, also versagt, dann wird das Wasser reinrennen in das Stadtgebiet und diese Ausbreitung des Wassers kann man mit solchen Modellen sehr gut simulieren. Das Projekt, das ich angesprochen habe, ist das HORA-3-Projekt. Das ist eine zweidimensionale Hochwassersimulation instationär mit 2 Meter Auflösung für ganz Österreich. Im Auftrag des Bundesministeriums für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus und der Versicherungswirtschaft ist dieses Projekt ausgeführt worden. Was Sie hier am Schirm sehen, ist noch das HORA-1-Projekt, also das Vorgängerprojekt, das vor 10 Jahren ausgeführt worden wird. Und das wird jetzt aktualisiert in den nächsten Wochen. Und das wird dann so ungefähr aussehen. Aber über das werde ich und die Kollegen dann noch im Detail berichten, gemeinsam mit dem Ministerium. Ein anderer wichtiger Einflussfaktor im Zusammenhang mit wasserbaulichen Maßnahmen ist der Einfluss von Rückhaltebecken. Die werden gebaut, damit genau eben das Hochwasser reduziert wird. Während eines Hochwassers wird das Becken angefüllt und nach dem Hochwasser wird das wieder ausgelassen. Dadurch werden die Hochwasserscheitel, also der Maximalstand des Hochwassers, verringert. Und das könnte an diesem Beispiel so aussehen. Auf der horizontalen Achse haben wir wieder die Jährlichkeit. Auf der vertikalen Achse ist der Hochwasserabfluss. Die blaue Linie wäre ohne Rückhaltebecken, die rote Linie mit Rückhaltebecken. Und man kann diese Simulationen verwenden für 2 Dinge. Erstens einmal, um nachzuweisen, wie wirksam ein Rückhaltebecken ist. Zweitens, um an einem bestehenden Rückhaltebecken rückzurechnen, wie groß das Hochwasser gewesen wäre, ohne diesem Rückhaltebecken. Das heißt, man kann aus beobachteten Abflussdaten
dann rückrechnen, wie groß dieser Einfluss war, so ähnlich wie diese Einflüsse der Landnutzung, die wir vorher gehabt hatten. Was wir sehen, ist, dass hier der Effekt des Rückhaltebeckens bei einer mittleren Jährlichkeit, in diesem Fall 100 Jahren, am größten ist. Er ist dann am größten, weil wenn die Hochwasser noch größer werden, ist das Becken voll bei einem Hochwasser, da wird relativ schnell voll und dann ist es nicht mehr so wirksam. Diese Abhängigkeit der Wirksamkeit habe ich hier in diesem konzeptionellen Diagramm zusammengestellt. Die rote Linie wäre so ein Rückhaltebecken. Bis zu einer bestimmten Größe des Hochwassers oder Jährlichkeit ist das Becken nicht wirksam, weil es nicht aufgedreht ist sozusagen. Auf der vertikalen Achse habe ich die Scheitelreduktion. Das heißt, wenn es null ist, das hätte dieses Becken keine Wirkung. Das ist dann der Hochwasserabfluss, wie wenn es kein Becken geben würde. Ab einer bestimmten Größe des Hochwassers wird es wirksam, hat eine maximale Wirksamkeit bei einer Jährlichkeit von 100 Jahren oder 200 Jahren, je nachdem, wie das Becken ausgelegt ist. Und dann geht die Wirksamkeit wieder zurück, weil dann das Becken schon am Anfang des Ereignisses voll ist. Das ist eine typische Kennlinie für ein Hochwasserrückhaltebecken. Die Ausforstung, die ist wirksam bei den kleinsten Hochwässern. Und wird dann weniger wirksam bei den größeren Hochwasser. Und da habe ich dann noch ein Beispiel, weil wir das in diesem Projekt untersucht haben, von Mikrobecken. Das sind ganz kleine Becken, die im Einzugsgebiet verteilt sind, die allerdings andere Probleme haben. Die füllen sich leicht mit Erde, mit Sediment, füllen sich die leicht an. Deswegen sind die etwas schwierig zu bewirtschaften. Ich komme zum nächsten Einfluss auf den Hochwasserablauf zufolge wasserbaulichen Maßnahmen, und das sind die Flussregulierungen. Es wurden in den letzten 100, 150 Jahren sehr viele Flussregulierungen ausgeführt in Europa, und ein wichtiger Grund war, das Vorlandhochwasser sicher zu machen. Wir sehen hier ein Beispiel von der Bayerischen Donau, bei Donauwörth. Das linke Beispiel ist die aktuelle Situation. Wir sehen hier in Blau die regulierte Donau. Und rechts sehen wir, wie die Donau vor 200 Jahren war. Die hat mehr meandriert. Und dann ist die begradigt worden, durchgestochen worden. Und dann sieht sie so aus, wie das 2015 war. Was ist der Einfluss zu einer Flussregulierung auf den Hochwasserabfluss? Da haben wir eine Studie gemacht, gemeinsam mit der TU München, wo wir das angesehen haben. Und was sich zeigt, ist, dass typischerweise, es kommt natürlich auf die Einzelsituation an, aber typischerweise sind diese Mäander wirksam bei kleinen Ereignissen. Wir sehen hier die Reduktion, was von 1 hinuntergeht auf diese Linie, wäre die Scheitelreduktion zur Folge dieses Rückhaltes. Und wir sehen, dass bei der alten Topografie, also wie das vor 200 Jahren war, haben wir eine Scheitelreduktion bei kleinen Ereignissen und bei großen Ereignissen in kleiner Weise. Bei der heutigen Topografie haben wir eine Beschleunigung des Abflusses im Vergleich zu 1800 natürlich. Das wäre um 25% in dem Fall. Aber bei größeren Hochwässern gibt es wieder einen Vorteil gegenüber der alten Topografie, weil dann die Hochwasserdämme überflutet werden. Also ein Vorteil nicht für die lokale Bevölkerung und für die lokale Situation, sondern für die stromabwärts gelegene Situation, weil dann erst ab einem bestimmten Hochwasserabfluss das Wasser im Vorland gespeichert wird. Also komplizierte Situationen. Ich möchte jetzt noch zwei Folien zeigen, die das langfristige Wechselspiel zwischen wasserbaulichen Maßnahmen und gesellschaftlichen Handeln beschreiben. Typischerweise schaut man ja im Bauingenieurwesen immer ein Ereignis an, ein Bemessungsszenario. Aber wenn man langfristig denkt, und das ist sicher eine gute Idee, dann überlegt man sich auch, was bedeuten diese Wasserbauten nicht nur jetzt oder für ein Szenario, sondern dynamisch über einen Zeitraum von 100 oder 200 Jahren. Und das ist genau, was die neue Disziplin der Soziohydrologie untersucht. Ein Beispiel, der Hochwasserschutz der Donau bei Wien. Sie sehen im Foto, im Bild, also in der Malerei rechts oben, 1830, die Donau, ein verzweigter Fluss. Nördlich der Donau ist natürlich nichts verbaut, weil da überall Wasser ist mit verschiedenen Seitenarmen.
1875 die erste Donauregulierung, das sieht dann so aus wie im zweiten Bild. Die hat nicht nur den Hochwasser, das Hochwasserrisiko reduziert, die hat auch dazu geführt, dass die Stadtentwicklung einen Schub bekommen hat und dass wertvolles Bauland gewonnen worden ist. Das hat dann dazu geführt, dass das Schadenspotenzial sich erhöht hat. Man wollte Wien vor Hochwasser schützen. Tatsächlich hat sich aber das Schadenspotenzial durch den Hochwasserschutz erhöht, durch dieses Wechselspiel zwischen gesellschaftlichen Handeln und den Hochwassern. Und natürlich 1987 zweite Donauregulierung. Ein Beispiel, wie wir dieses Wechselspiel modellieren können mathematisch für die Elbe bei Dresden. Wir sehen hier einen Zeitraum von 250 Jahren. Hier oben sind die Hochwässer der Elbe bei Dresden. Die schwarzen Zeichen, Linien sind die Daten. Das rote ist die Simulation, mathematisch-mathematisch Modell. Wir haben die Siedlungsdichte, wir haben die Schäden bei den Hochwasserereignissen und dann auch das Hochwasserbewusstsein der Bevölkerung. Diese Dinge kann man alle simulieren. Und um abzuschätzen, wie die langfristige Perspektive von wasserbaulichen Maßnahmen ist. Ich komme zum dritten Abschnitt. Klimawandel, Einflüsse wie Niederschlag, Verdunstung, Schneeschmelze. Und ich möchte wieder mit einer historischen Perspektive beginnen. Und zwar sehen wir hier eine Auswertung von historischen Hochwassereien in Europa. Wir haben hier in einem IRC-Projekt mehr als 100 Reihen von Hochwasserdaten in ganz Europa zusammengefasst, und zwar auf Basis von Archivdaten, zusammen mit vielen Kooperationspartnern natürlich, in vielen Ländern in Europa, und ausgewertet im Hinblick auf, wann ein Hochwasser aufgetreten ist und wie groß das war. Und diese Informationen haben wir alle da kumuliert und zusammengefasst und ausgewertet. Und das ist hier eine Grafik, die diesen sehr reichen Datensatz zusammenfasst. Auf der horizontalen Achse ist die Zeit, das geht vom Jahre 1500 bis links bis jetzt. Und auf der vertikalen Achse haben wir die verschiedenen Orte in Europa, also jetzt Rumänien, dann Norwegen, Polen, Österreich wäre da und dann England und Frankreich und ganz unten ist Italien. Was hier farbig gekennzeichnet sind, sind die hochwasserreichen Perioden. Das sind also Zeiträume von 10, 20 Jahren, wo es größere Hochwasser gegeben hat als sonst und häufigere Hochwasser gegeben hat als sonst. Und wir sehen hier in Orange die hochwasserreiche Periode in Mitteleuropa in den letzten 30 Jahren, die wir die Nummer 9 gegeben haben. Aber es gibt auch andere große Regionen. Diese Information können wir auch dreidimensional darstellen. Wir sehen projiziert auf die Karte von Europa. Auf der vertikalen Achse ist die Zeit. Das geht von 1500 bis 2010. Und jede Blase hier ist eine hochwasserreiche Raumzeitdomäne, könnten wir sagen. Und die Orange, das sind die letzten drei Dekaden, wo die Hochwässer aufgetreten sind, die uns aus den Medien und vielleicht auch persönlich noch sehr gut bekannt sind. Diese Informationen kann man nun in verschiedener Weise auswerten. Und eine interessante Auswertung ist die Korrelation mit der Lufttemperatur. Wir haben hier auf der linken Grafik die Lufttemperatur als Anomalie aufgetragen in Europa und auf der horizontalen Achse die Zeit und die hochwasserreichen Perioden in Farbe eingetragen. Also das Orange wäre wieder diese letzten 30 Jahre, die Periode 9. Und rechts sehen wir die Temperatur, die zwischen den Perioden ist, und auf der vertikalen Achse die Temperatur innerhalb der Hochwasserperioden. Und da sehen wir etwas ganz Interessantes, dass normalerweise in den letzten 500 Jahren die Temperatur, die Lufttemperatur, innerhalb dieser Hochwasserperioden deutlich niedriger war, als sie sonst ist. Das heißt, häufiges Auftreten von großen Hochwässern ist korreliert mit kalten Temperaturen. Aber die letzten 30 Jahre sind eine Ausnahme.
da war es wesentlich wärmer als sonst und trotzdem war es hochwasserreich. Also hier müsste man sagen, nicht weil es wärmer war, war es hochwasserreich, sondern trotzdem war es hochwasserreich, was ein interessantes Ergebnis ist. Wenn wir jetzt aber nur die letzten 50 Jahre anschauen, haben wir sehr viel detailliertere Informationen. Wir haben umfangreiche Messungen in Europa. Jeder Punkt hier auf dieser Karte ist eine Abflussmessstelle, wo wir lange Abflussmessdaten ausgewertet haben. Und dargestellt ist hier das 100-jährliche Hochwasser, der 100-jährliche Hochwassereinfluss bezogen auf die Einzugsgebietsfläche. Damit ist gemeint, natürlich hat ein großes Gebiet einen größeren Abfluss, weil er mehr Fläche hat, wo sich das Wasser sammeln kann. Dann dividieren wir diesen Abfluss durch die Fläche und das, was wir auftragen, darum ist die Einheit Kubikmeter pro Sekunde pro Quadratkilometer. Und was sehen wir? Wo treten die größten Hochwässer auf in Europa? Einmal in den Alpen. Ich gehe zurück. In den Alpen sind sehr große Hochwässer. Dann etwa in Norwegen, Schottland, an der Nordküste von Iberien, Italien, dann noch Rumänien. Also eher in den gebirgigen Gebieten sind die größeren Hochwässer. Die kleinsten Hochwässer hingegen in Polen. Eine ganz interessante Auswertung. Und diese Informationen haben wir jetzt verwendet, um die Trends auszurechnen. Das heißt, wie ändert sich der Hochwasserdurchfluss, wenn wir eine lange Reihe mit 50 Jahren der größten Hochwässer in jedem Jahr anschauen. Und da hat sich ein ganz frappierendes Bild ergeben eigentlich, das zeigt, dass es hier ganz klare Muster in Europa gibt. Im Nordwesten von Europa nehmen die Hochwässer zu, das trifft die ganzen britischen Inseln, einen großen Teil von Frankreich und von Deutschland. Hingegen im Osten von Europa, im Süden von Europa, nehmen die Hochwässer ab. Die Gründe für diese Änderungen, die bespreche ich dann gleich in den nächsten Folien. Ich möchte aber hier sagen, dass es hier geht um mittlere und große Flüsse. Es geht nicht um die ganz kleinen Gebiete, wo die sogenannten Flashfloods oder pluviale Hochwässer sind, weil das sind nicht die geeigneten Daten, das sind Daten für Flüsse eigentlich. Für also pluviale Hochwässer, Flashfloods, die könnten in ganz Europa zunehmen, aber da ist die Datenbasis nicht so gut. Es geht also um mittlere große Flüsse. Also wir haben dort Westen eine Zunahme, im Osten und im Süden eine Abnahme. Wir zoomen hinein für Österreich. Wo liegt Österreich? Und wir sehen hier, dass Österreich genau an der Grenze liegt zwischen der Zunahme im Norden und der Abnahme im Süden. Und ich zeige dann noch Auswertungen, was die Prozessgründe sind. Aber ein wichtiger Grund für diese Änderungen ist, dass die Wettersysteme, die Niederschlag bringen, die kommen größtenteils über den Atlantik von Nordamerika nach Europa, sich in den letzten Jahrzehnten weiter im Norden befinden, als sie das vorher waren. Das bedeutet, der Norden von Europa mit einem starken Atlantikeinfluss bekommt mehr Wasser und deswegen werden die Hochwässer größer. Der Süden von Europa, Mittelmeerraum, bekommt weniger Wasser, werden die Hochwässer kleiner und die Dürren werden dafür größer. Das ist einer der Einflussfaktoren, aber wir werden dann bald auch noch mehr Einflussfaktoren sehen. Und bevor wir das machen, schauen wir uns an die Frage, diese Änderungen, treffen die zu für alle Hochwässer, für die kleinen und für die großen gleichermaßen? Das ist insofern relevant, als wasserbauliche Maßnahmen sich vor allem auf die großen Hochwässer spezialisieren. Also nicht nur die kleinen, die häufig auftreten, sondern die großen sind von Interesse. Und da haben wir wieder eine Auswertung gemacht, die das untersucht hat. Und da sehen wir, dass auch dieses Ergebnis regional sehr stark differenziert ist. Auf den britischen Inseln nehmen die großen Hochwässer, in dem Fall das HQ100, stärker zu als die kleinen Hochwässer. Im Süden nimmt das HQ100, die großen Hochwässer, weniger ab als die kleineren Hochwässer. Und im Osten nehmen die großen Hochwässer mehr ab als die kleinen Hochwässer. Also wir haben die auch nach der Jährlichkeit eine differenzierte Auswertung gemacht. Das heißt dann für die Jährlichkeit des Hochwassers selber, dass sich auch das verschiebt.
Da ist aufgetragen die derzeitige Jährlichkeit eines Hochwasserdurchflusses, der vor 70 Jahren, oder vor 60 Jahren ein 100-jährliches Hochwasser gewesen wäre. Das bedeutet, dass die blauen Flächen, die sind, wo sich die Hochwassersituation bezogen auf das HQ-100 verschärft hat. Auch in diesem Fall nehmen wir einen prozessorientierten Ansatz und begnügen uns nicht mit Korrelationen oder Trendanalysen. Wir wollen verstehen, warum das denn passiert. Und da ist ein wichtiger Indikator, dass der Zeitpunkt des Auftretens der Hochwässer innerhalb eines Jahres. Also treten die Hochwässer tendenziell im Sommer auf oder treten die im Winter auf oder im Frühjahr. Und wir sehen hier in dieser Karte in Europa, dass im Nordwesten von Europa die Hochwässer vorwiegend im Winter auftreten, auch im Süden von Europa, das sind die blauen Farben. Im Osten von Europa haben wir vorwiegend Frühjahrshochwasser, im April, im März die Hochwässer. Und die roten Farben, das sind, wo die Hochwässer im Sommer auftreten. Das betrifft den ganzen Alpenraum, aber auch teilweise die Karpaten. Dieser Index ist ein wunderbarer Prozessindikator, der uns hilft, die verschiedenen Einflussgrößen zu isolieren. Wir haben den Niederschlag, wir haben die Verdunstung, wir haben die Bodenfeuchte, wir haben die Schneeschmelze, die alle das Hochwassergeschehen beeinflussen und auch die Änderung der Hochwasser beeinflussen. Ja, eben auf der kleinen Karte sehen wir beispielsweise die Saisonalität des Niederschlages. Wir haben sommerdominierten Starkniederschlag im Osten, winterdominierten im Westen. Und es schaut ganz anders aus wie die Karte der Hochwässer. Das liegt daran, dass das Hochwasser nicht nur Niederschlag ist, da kommen viele andere Dinge dazu. Bodenfeuchte, Schneeschmelze und so weiter. Für drei Teileinzugsgebiete möchte ich hier ein Beispiel von dem Zusammenhang mit den Einflussfaktoren zeigen. Hier wäre Großbritannien. Die grüne Linie zeigt die Zunahme der Hochwässer in dem Zeitraum 1960 bis 2010 an. Also hier in dieser Teilregion, grüne Linie, die Hochwässer nehmen zu. Die grüne Linie sind die Hochwasser, wie wir das sehen. Die lila Linie ist der Niederschlag. Der Niederschlag nimmt in gleicher Weise zu wie die Hochwässer. Das heißt, in dieser Region ist Hochwasser und Niederschlag ganz stark korreliert. Hochwasser werden mehr, weil es mehr regnet, kann man sagen. Aber das ist nicht überall so. Wenn wir Russland anschauen, dann nehmen die Hochwässer ab. Die grünen Linien gehen hinunter, abgesehen davon, dass die generell niedriger sind, die Hochwässer. Aber der Niederschlag nimmt zu. Trotzdem nehmen die Hochwässer ab, weil es Schneeschmelzhochwässer sind. Die Lufttemperatur, das ist die orange Linie, nimmt zu. Deswegen gibt es weniger Schnee und deswegen ist die Schneeschmelze geringer. Diesen Beitrag der Prozessursachen zu den Hochwassertrends und den Kreis da wieder zu schließen zu den Anfangsfolien, können wir jetzt differenziert betrachten für Europa, differenziert nach den Prozessursachen und differenziert nach der Größe der Hochwässer. Wir haben hier aufgetragen aus diesen Auswertungen, welcher Anteil der Hochwasseränderungen auf den Niederschlag zurückzuführen ist, auf die Bodenfeuchte zurückzuführen ist und auf die Schneeschmelze zurückzuführen ist. Im Westen von Europa ist der Niederschlag der Haupttreiber für die Änderungen des Hochwassers. Im Süden ist es die Bodenfeuchte, es wird trockener und deswegen sind die Hochwässer in den mittleren und großen Gebieten kleiner. Und im Osten und im Norden von Europa ist es die Schneeschmelze. Wir haben also zum ersten Mal feststellen können, nicht nur, wie sich die Hochwässer ändern, sondern auch, warum sich ändern. Wir können hier auch unterscheiden, kleine Hochwässer, das sind die oberen Darstellungen, und die großen Hochwässer. Ich komme zur Zusammenfassung. Landnutzungsänderung, der Einfluss auf die Hochwasser. Lokal versteht man die Landnutzungsänderungen gut, das heißt auf einem Quadratmeter, auf der Gebietsebene und regional weniger, weil es eben ein komplexes Zusammenwirken dieser Prozesse gibt. Generell scheint es so zu sein, dass der Einfluss von Landnutzungsänderungen generell mit der Größe des Hochwassers abnimmt. Das heißt, je größer das Hochwasser, desto weniger relevant ist die Landnutzungsänderung und auch mit der Gebietsfläche. Aber es gibt einen Einfluss von Abholzung auf Rutschungen, der ganz klar dokumentiert ist.
Wasserbauliche Maßnahmen, diese können wir mit Hilfe von hydraulischer Modellierung sehr gut beschreiben. Sehr mächtige Modelle gibt es jetzt. Rückhaltebecken haben die größte Wirkung bei mittleren Hochwässern. Und langfristig, das waren die zwei Folien, die ich gezeigt habe über die Soziohydrologie, langfristig gibt es in der Regel ein Wechselspiel zwischen gesellschaftlichen Handlungen, also Entscheidungen, welche wasserwirtschaftlichen Maßnahmen gesetzt werden, und dann den Veränderungen der Hochwässer. Soziohydrologie ist ein aktuelles Thema, das sich dieser Frage widmet. Schließlich Klimawandel. Wir sind derzeit in einer hochwasserreichen Periode in Europa im Vergleich zu den letzten 500 Jahren. Der Niederschlag ist weit im Norden, also das in der Vergangenheit war, jetzt sehr vereinfacht gesprochen, eine Tendenz zu einer Zunahme der Hochwässer im Nordwesten, eine Abnahme dort, wo die Schneeschmelze relevant ist, auch dort, wo die Verdunstung größer ist, weil die Verdunstung stark zugenommen hat in den letzten 20, 30 Jahren. Und man sieht dann stärkere Trends bei größeren Hochwässern. Zukunft. Wie wird die Zukunft aussehen? Dafür gibt es eine Reihe von Simulationsstudien, die in guter Übereinstimmung sind mit den Prozessanalysen, die ich heute gezeigt habe. Also man kann da zusammenfassend sagen, dass wir in den nächsten 10, 20 Jahren eigentlich eine Fortschreibung der Veränderungen erwarten können, die wir jetzt sehen. Das betrifft das Klima und bei den anderen beiden Faktoren, bei der Landnutzung, bei den wasserbaulichen Maßnahmen, kommt es natürlich darauf an, welche Veränderungen in einem bestimmten Einzugsgebiet gesetzt werden. Und das sind auch stärker lokale Prozesse, die sich von Einzugsgebiet zu Einzugsgebiet unterscheiden. Jetzt werden Sie vielleicht fragen, ja, wir wissen ja jetzt diese ganzen Dinge, wird das auch verwendet in der Praxis? Und da kann ich sagen, ja, im Hochwasserrisikomanagement in Österreich sind diese Informationen bekannt und werden beim Hochwasserrisikomanagement berücksichtigt, um eine möglichst sichere Situation für alle Bürgerinnen und Bürger zu schaffen. Ich habe rechts unten während meines Vortrages Literatur zitiert. Das sind die Publikationen der eigenen Arbeitsgruppe der Technischen Universität in Wien. Wenn Sie Interesse haben, können Sie nachlesen auf diesem Link. Das ist die Webseite der TU Wien, des Instituts für Wasserbau. Dort sind die Publikationen herunterladbar. Und hiermit möchte ich mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken und gebe zurück an den Moderator. Herzlichen Dank.